Herzlich willkommen zu diesem Video kostenlose Musik auf neuen Webseiten. Und es geht mir darum, dir ein paar Webseiten zu zeigen, nämlich neuen Webseiten anzuführen, wo du Medien mit der Creative Commons Lizenz findest oder die eben dort als gemeinfrei oder Public Domain veröffentlicht wurden. Wenn du dich jetzt fragst, was ist die Creative Commons Lizenz oder was sind gemeinfreie Public Domain veröffentlichte Medien, also Musik, dann habe ich ein eigenes Video gedreht, wo du dich da noch genau informieren kannst, wenn du hier nicht jetzt genug erfährst. Gut, schauen wir uns das an. Hier beginne ich jetzt mit einer kleinen Geschichte, damit du ungefähr weißt, worum es da geht und warum man jetzt eben auch Creative Commons oder Public Domain Musik verwenden sollte. Wir haben hier den kleinen Fritz, der für seine Webseite Musik sucht. Und er schaut dann in einer bekannten Suchmaschine und findet dort Musik dann letztlich auch und die bindet er jetzt bei sich ein. Und es dauert nicht lange, bis dann ein Polizist bei ihm anklopft, der ihn darauf hinweist, dass er diese Musik gestohlen hat. Denn er hat den Urheber eben nicht gefragt und der Urheber dieser Musik, also der diese Musik gemacht hat, der hat es ihm nicht erlaubt, dass er diese Musik verwendet und der kleine Fritz sieht sich jetzt hier schon in einem Gefängnis sitzen. Es kommt dann nicht ganz so schlimm, er muss dann Geld zahlen, muss er Strafe zahlen und wenn er diese Musik eben weiterverwenden möchte, sagt der Urheber, dann musst du mir Geld zahlen, dann bekommst du von mir die Lizenz, also die Erlaubnis, diese Musik zu veröffentlichen. Und der kleine Fritz möchte natürlich kein Geld zahlen und sagt sich, ich möchte keine Lizenzgebühren zahlen, bekommt aber dann Unterstützung vom kleinen Paul, der ihm sagt und den Tipp gibt, verwende gemeinfreie Musik oder eben welche mit dieser Creative Commons Lizenz. Und Medien mit der CC-Lizenz kann man eben, mit der Creative Commons-Lizenz, kann man kostenlos verwenden, aber eben unter einer bestimmten Einschränkung, dass man zum Beispiel den Namen nennen muss. Das müsste man zum Beispiel bei einer gemeinfreien Musik nicht machen. Die kann man frei verwenden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Schauen wir uns solche Seiten an. Also freie Musik, wo man im Prinzip kaum eine Einschränkung hat, gibt es nicht ganz so viele, aber ich möchte hier zwei hervorheben. Das wäre Moose Open. Wenn hier jemand Lust hat, Videos zum Beispiel mit einer klassischen Musik zu unterlegen oder selber gerne diese Musik dann auch weiter veröffentlichen möchte, ist hier bei Moose Open gut aufgehoben. Der sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Weitere Informationen führe ich dann hier immer jeweils an. Oder eben imslp.org, das ist eine Sammlung nicht nur von freien Aufnahmen zum größten Teil, sondern auch zum Beispiel von freien Musiknoten. Weil auch natürlich Musiknoten immer einem Eigentümer haben und der dann darauf Wert legen könnte, dafür Geld zu verlangen. Das ist hier in den meisten Fällen nicht so. Und wenn wir hier gerade bei dem Thema sind, meistens mein dringender Hinweis, wenn du dir Musik dann irgendwo herunterladen möchtest, verwenden möchtest, schau bitte immer nach, unter welchen Lizenzen das hier zum Download eben dann angeboten wird. Dazu, wie gesagt, mehr in einem anderen Video von mir noch. Dann sind wir hier im Bereich, wo wir schon mehr Adressen haben, nämlich Musik, welche unter dieser Creative Commons Lizenzen veröffentlicht wurde. Hier wie auf der rechten Seite hier über den Hinweis, dass es eben da viele Formen gibt von solchen Creative Commons Lizenzen. In jedem Fall muss man immer den Namen nennen. Hier wäre hier eine Namensnennung zum Beispiel erforderlich, aber man darf nicht Geld dafür verlangen. Bis hin zu einer Namensnennung, man darf kein Geld dann verlangen, wenn man die Musik dann eben in irgendeiner Form verwendet. Darfst du sie nicht weiterverkaufen und man muss auch die gleiche Lizenz, die hier zum Beispiel, dann auch weiterverwenden. Was habe ich hier eingangs? Habe ich hier mal die CC Search, das ist eine Suchmaschine, wo ich speziell verschiedene Medien, nicht nur Musik, sondern auch Videos, Bilder finden kann. Wenn ich hier den Begriff zum Beispiel Blume eingeben würde, würde diese Suchmaschine mir dann eben diejenigen Medien suchen, die eben in dieser Suchmaschine registriert sind und die etwas dann mit dieser Blume zu tun haben. Dann hier Wikicommons, also das ist hier praktisch die Datenbank von all den Medien, die auf Wikipedia verwendet werden. Und da finde ich ebenfalls zahlreiche Bilder, Videos und auch natürlich Audios. Dann Jamendo ist eine Musiksammlung, die sehr viel Musik dann beinhaltet. Die sind dann ebenfalls unter dieser CC-Lizenz, kann man die dort abrufen. Dann weitere Tipps wären hier, die ich dir empfehlen würde, sich genau anzuschauen, ist CC Mixter. Dann dieses Free Music Archive, org.org, dann Opsound und das Free Music Archive habe ich dann wiederum hier dann angeführt. Also hier doppelt dann
in dem Fall dann angeführt. Das heißt, da würde ich dir jetzt empfehlen, schau dir diese Adressen an, schau nach, ob da Musik nach deinem Geschmack da ist, ob du das in irgendeiner Form weiterverwenden kannst. Und achte natürlich dann immer darauf, wenn du es dann verwendest, auch diese Lizenz in der richtigen Art und Weise anzugeben. Wie man das macht, habe ich dir in einem anderen Video schon dargestellt. Zum Schluss hier der Verweis auf die Medien, die ich jetzt hier verwendet habe in diesem Video. Und mit dem Hinweis auf entsprechende Adressen wünsche ich dir viel Spaß beim Surfen im Internet und im Verwenden von urheberrechtskonformen, konformen Medien, das heißt, dass du diese Medien auch tatsächlich dann verwenden darfst, die du dann zum Beispiel in deine Website und dein Video einbaust. Danke für deine Aufmerksamkeit.